Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. Wir haben hier diesen Außenposten im letzten Part eingenommen und sie scheinbar müssen wir ihn jetzt verteidigen. Oh mein, wieso? Keine Ahnung, woher die kommen, aber. Die schießen vielleicht besser. Die halten das aus. Wenn du nicht von Tieren zerrissen werden willst, dann komm nicht in den Norden. Es kommt Verstärkung aus dem Norden! Ja, kommt's nur. Halt sie durch, wir haben... Lauf durchs Feuer, lauf durchs Feuer. Mist. Wow, nicht auf mich schießen. Jetzt aber auf mich zu schießen. Ich komm jetzt. Sorry, Kumpel. Yay! Yeah. Noch mehr Schießübungen! Es gibt immer ein Nächstes. Bin schon da! Komm! Alter! Shit! Gut. Wow, Sniper. Okay. Scheiße, das war unsere. Entschuldigung. Sorry. Na nicht da rein, das. Oh oh. Okay. Sorry. Konnte nicht vertrauen. Nicht drauf! Pack's nicht so. Das Hüpfen bei dem Far Cry ist schon immer problematisch. Verdammt, ich bin voller! Endlich! Jetzt die Hölle heiß machen.
dein Ernst? Letzter Schuss. Scheiß Penner. Puh. Das Ding macht er nicht bumm. Was Ziele fast? Komm her. Wo steckst du? Du da, ne? Adios. Huiuiui. Mann, das ist so ein Part. Okay, wieder ein Außenposten erledigt. Hier gibt es noch 5 weitere. Können wir mal reingehen. Oops. Boom. Sorry. Ich wollte auch weiter runter, da das, was ich dachte. Dreimal darfst du raten. Nicht, der ist noch da. Ich komme von oben! Komm her, Alter, komm her. Hauptsache, die haben wir nicht.
Ja, ja. Ja, bin schon am Weg. Das ist mein Auto. Gerade ein bisschen gelegt. Noch mal ein bisschen. Boom. Alles gut. Alles gut. Ein erwischt. Nein, Scheiße. Aber er hat mich aufmerksam gemacht. Scheiße, Mann. Natürlich stehe ich ja im Feuer. Mist. Geschafft zu entkommen. Sichere Weste. Können wir bestimmt noch gebrauchen. Endlich etwas Hilfe, hat auch lange genug gedauert. Diese elenden Dreckskerle haben mein Haus überfallen und wollten meine Peaches ermorden. Jetzt ist sie losgerannt, um Rache zu nehmen. So wie ich sie kenne, wird sie die Sekten-Hippies ordentlich durchkauen. Wahrscheinlich lungert sie auf dem Campingplatz herum. Es riecht nach Achselschweiß und Fertigfleisch. Also sind diese Versager von Eden's Gate sicher nicht weit. Jetzt mach schon und finde sie. Und denk dran, Leckerlis mitzunehmen. Sie ist wie diese Drapmentussi vom Yachthafen. Für eine Belohnung folgt sie dir überall hin. Jetzt hol mir mein Kätzchen zurück. Ich fürchte, dieses Kätzchen ist ein Puma. Also. Das funktioniert hoffentlich. Ist das das Leckerli? Ach so, na, der ist natürlich gekommen, weil ich den Köder da gelassen habe. Okay. Oh mein Gott. Ja, scheinbar werdet ihr mit einem Puma nicht fertig, ja? Ja.
sieht mich, er schaut mich dann mal her, ne? Das dürfte mich nicht. Hey. Braver Puma, braver Puma. Hey. Bist du lieb, ja? Komm mit, ich hab noch mehr. Hey. Ah, da gibt's noch mehr. Wenn du lieb bist. Na, zum Essen liegt hier genug für dich rum von diesen Versagern, aber. Komm. Ja. Ich hab noch deutlich mehr davon, hoffe ich. Ich hätte gesehen, aber es ist eh unendlich. Braves Kitzchen. Keine Sorge. Braves Kitzchen. Das hast du nicht gecheckt. Durchsuch das Anwesen. Dieser Killer-Puma muss sterben. Diese durchgeknallte Alte versteckt ihn irgendwo. Willkommen zu Hause. Unser Sniper ist damit auch leer. Kleines Scheißerchen. Wenn du eine Belohnung erwartest, weil du etwas Gutes getan hast, bist du auf dem Holzweg. Ganz ehrlich, ich habe nicht geglaubt, dass ich dich wiedersehe. Ich dachte, du wärst nicht der hellste Stern am Himmel, aber da lag ich wohl falsch. Zum Teufel! Warum behältst du die verdammte Katze nicht einfach? Ich war froh, mich die letzten Tage nicht um ihr beharrliches Verlangen nach Futter, Wasser und Aufmerksamkeit kümmern zu müssen. In Ordnung, kannst gehen, wir sind fertig. Okay. Und wir müssen unbedingt den Puma zurückhaben und dann... Ach, scheiß drauf, ich mach den Puma nicht. Oh oh, die schon wieder. Peaches ist ein garstiges Vieh. Aber sie ist mir trotzdem noch lieber als Mabel. Ich bin nicht so der Katzenmensch, aber ihr schmeckt Peggy-Blut.
Und die sehen sie erst kommen, wenn es schon zu spät ist. Oh Mann. Kommt das wieder? Willkommen im Bliss. Aber dazu erst im nächsten Part mehr.